Ho, 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 ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute schauen wir mal in diesen Adventskalender rein, und zwar ist es der Lego Disney Adventskalender. Es ist nicht so ganz der Friends Adventskalender, aber eigentlich ist das schon. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Freundlicherweise hat mein Freund auch diesen Adventskalender zusammengebaut. Er hat mir aber gesagt, dass er ihn nicht so geil fand. Genau, der ist eher dann so bei Harry Potter oder Star Wars oder so. Und genau, hier haben wir eine winterliche Geschichte mit sehr schönen Disney-Figuren. Und tatsächlich war das ja auch so ein bisschen der Kaufreiz für mich, um das mal so zu sagen. Hier haben wir dann auch einmal dieses großartige Disney-Schloss und davor befindet sich irgendwie so ein, ja, Spielfeld ist es ja nicht eigentlich, ne? Das sind halt einfach so, da können die so entlang laufen und dann kommen die halt ins Schloss. Finde ich eigentlich ganz süß. Also ich finde es von den Lego-Adventskalendern sowieso immer ganz nice, dass die halt quasi den dann so aufklappbar machen, sodass man da dann auch das Ganze bespielen kann. Und wir machen das so wie immer bei den Lego-Adventskalendern. Ich habe das Inlay rausgenommen, vor mich hingelegt und, weil ich werde den auch weiter verschenken und dann werde ich nach und nach jetzt einfach mal durchgehen. Und solltest auch du Teil der Crew hier werden wollen, dann abonniere mich doch gerne und folge mir auf meiner kleinen, aber feinen Beauty-Reise. Am 1. Dezember haben wir direkt Vaiana hier drin, beziehungsweise Moana, ne? Das ist ja eigentlich so der Disney-Film darüber. So schaut sie aus und sie bringt auch ein kleines Geschenk mit. Das ist auf jeden Fall ganz niedlich und ich mag es tatsächlich, dass die dieses Jahr bei dem Lego Friends Adventskalender halt Disney-Figuren genommen haben. Am 2. Dezember haben wir, ich glaube, auch direkt etwas mit dabei, was dann auch in ihre Welt so passt. Ne? Das sieht für mich einfach nach einer sehr, sehr kleinen, feinen Palmengeschichte aus. Du hast hier bei weitem nicht so viele Steine, ne? Nicht so viel zum Zusammenbauen, wie das halt bei anderen Adventskalendern von Lego so der Fall ist. Aber es ist ganz süß und es erinnert ja auch ein bisschen an die dortige Kulisse, oder? Wow, selbstverständlich auch mit dabei ist die Nummer 3. Und ich hätte nicht erwartet, dass wir so schnell hintereinander schon die nächste Figur bekommen. Denn hier haben wir Ariel. Ja, da ist jetzt ja auch gerade ist gut, war das dieses oder letztes Jahr, die Realverfilmung zu rausgekommen. Sie kommt übrigens auch mit einem kleinen Geschenk daher. Und ich finde es super, muss ich wirklich sagen. Kann man die hier sogar draufsetzen? Yay. Hat man Ariel hier auch drin. Das ist so auch eine meiner Disney-Heldin der Kindheit. Hier haben wir die Nummer 4. Aber schon schön gemacht, dass du dann halt direkt danach immer die entsprechenden Kulissen zu der Prinzessin drin hast, die jetzt hier vorher drin hatten. Aber ich glaube natürlich nicht, dass wir hier 12 Disney-Prinzessinnen finden werden. Das heißt, hier wird noch das ein oder andere weitere zu finden sein. So wie dieses ominöse Etwas. Ich habe keine Ahnung. Was soll das sein? Das weiß ich wirklich nicht. Das ist komisch, oder? Also, kann man das vielleicht irgendeiner, nee, oder? Kann man das irgendwem in der Hand geben? Nee, das passt nicht. Kann man das irgendwo draufstecken nachher vielleicht? Konnte man das bei irgendwas hier draufstecken? Nee. Noch passt es nirgendwo drauf. Mal gucken. Am 6. Dezember haben wir Pua hier drin enthalten. Das ist ein kleines Schweinchen. Und wie es sich für ein Glücksschweinchen in einem Adventskalender gehört oder generell um diese Zeit, hat er auch einen schwarzen Zylinder auf. Denn genau so bringen sie Glück. Das soll dann quasi wahrscheinlich an das Glücksschweinchen und den Schornsteinfeger erinnern. Hier hat Pua auch noch ein kleines Geschenk mitgebracht. Finde ich süß. Am 7. Dezember haben wir dann noch eine Kulisse, ich meine dann auch aus dem Film Vaiana, /Moana, also quasi dieses Boot. Die Nummer 8 darf machen, dass es kracht und hier könnte es sein, dass es noch eine weitere Kulisse aus dem Ariel-Film ist. Das weiß ich jetzt gerade nicht, ob sich das darauf bezieht, würde ich jetzt aber tatsächlich einfach mal tippen. Kann sein, ne? Es würde vom Stil her schon dazu passen, muss ich sagen. Ja. Könnte aber auch von Frozen sein. Ja, es ist von Frozen, denn in der Nummer 9 dürfen wir uns dann auch über Elsa freuen. Ich habe euch ja auch schon mal einen Elsa-Look geschminkt, das ist mal im i verlinkt, ne? Ja, finde ich großartig. Elsa ist eine wundervolle Disney-Prinzessin und auch Elsa kommt selbstverständlich mit einem Geschenk daher. Richtig cool, passend zu Weihnachten halt, ne? Alle bringen ihre Geschenke mit. Oh, und Elsa bringt nicht nur ein Geschenk mit, sondern halt auch irgendwie Olaf. Ist das süß. Eine Wippe. Yay! Und da ist Olaf drauf. Würde ich jetzt einfach mal tippen, oder? Ist das Olaf? Ich meine, zu Olaf fehlt halt eigentlich noch einiges, aber eine Miniatur von ihm halt. Und es ist eine Wippe. Und theoretisch könnte sie dann ja mit Olaf um die Wette wippen.
Sie passt ja auch drauf, aber sie wird, ja. Nee, doch, das geht. Kann man hin und her wippen. Ah, geil. Ja, nee, das hier ist ihr Schlösschen, ne? Am 11. Dezember, die erste Schnapszahl. Hier haben wir Elsass Frozen, also eingefrorenes Schloss, ne? Das ist cool. Ich finde es wirklich toll. Passen die hier eigentlich auch so rein, dass man das theoretisch so stellen könnte? Nee, leider nicht. Okay, das heißt, du kannst die Prinzessin leider nicht in ihr eigenes Schloss setzen. Schade, Schokolade. Oh, zur Halbzeit bekommen wir Sven. Das finde ich richtig cool. Ich mag Sven. Das ist ein Rentier. So schaut er aus. Richtig cool. Wobei, ich glaube, im Film ist das ein Rentier? Nee, oder? Doch, das ist eigentlich schon ein Rentier, ne? Der hat ja auch irgendwas. Kann man das aufmachen? Nee. Oder? Nee. Weiß ich nicht. Das sieht so aus, als könnte man das irgendwie abnehmen. Da kann sich auch keiner draufsetzen. Du, keine Ahnung. Oder ist es ein Stein, den du abnehmen kannst? Ja, es ist ein Stein. Okay, man kann den Stein abnehmen. Und dann könnte man theoretisch Elsa auf ihn draufsetzen. Das feiere ich jetzt ja schon wieder, dass es möglich ist, ne? Das ist cool. Am 13. Dezember bekommen wir aber auch noch eine weitere Fortbewegungsmöglichkeit für Elsa. Und zwar einen wunderschönen Schlitten. Die hat echt viele Möglichkeiten, ans Ziel zu kommen, ne? Am 14. Dezember haben wir einen Kamin und einen Frosch. Na, an wen uns das erinnern soll? Kriegen wir wahrscheinlich gleich. Richtig, richtig cool. Süß gemacht. Sehr wenige Steine, also Bauspaß. Naja, aber ich find trotzdem die Kulissen so schön. Also das ist schon schön umgesetzt. Am 15. Dezember bekommen wir natürlich Tiana von Küss den Frosch. Und hier haben wir sie einmal zusammen mit einem kleinen Geschenk. Und ich finde, die sind auch echt ganz süß gestaltet, ne? Ja, die Hände sind ein bisschen komisch, dadurch, dass es halt einfach so Kringel sind, ne? Aber ich finde es trotzdem schön. Mag ich. Hä? Da weiß ich nicht, an welchen Film uns das erinnern soll. Am 16. Dezember haben wir einen Amboss mit einem Kopf drauf. Das finde ich ein bisschen crazy. Und da ist auch irgendwie was mit drin. Das ist wirklich crazy. Also, ne, ein Schürhaken und quasi ein Diamant für Feuer oder ein Diamant-Diamant, ich weiß es nicht. Und vielleicht ist das der Film, den ich nicht kenne. Eine Woche vor Heiligabend bekommen wir am 17. Dezember das Klassischste, was man in einem Lego-Adventskalender bekommen kann, nämlich einen Tannenbaum. Ja, ist ganz süß gemacht, ne? Also das ist halt jedes Mal in Adventskalendern. Aber ich finde, dafür, dass es hier ein Lego-Adventskalender ist, hatten wir sehr, sehr wenige Tannenbäume drin. Am 18. Dezember haben wir sehr wahrscheinlich eine Kulisse, die uns auch an Küss den Frosch erinnern soll oder an irgendetwas, was ich nicht kenne. Aber süß finde ich es auf jeden Fall. Und auch hier würde ich sagen, dass uns der 19. Dezember so ein bisschen an Küss den Frosch erinnert. Weiß ich jetzt nicht hundertprozentig, aber mich erinnert das tatsächlich eher so an Seerosen oder so, die hier so drauf sind, ne? Am 20. Dezember, herzlich willkommen im 20er Bereich, haben wir die Figur drin, deren Film ich noch nicht gesehen habe. Ich habe eben nachgeguckt, die soll wohl Mirabelle heißen, werde ich mir nochmal angucken, den Film. Und sie kommt natürlich mit einem Geschenk daher und ja, so schaut die Lady einmal aus. Am 21. Dezember haben wir hier ein Miniaturschloss, würde ich es mal nennen. Das wird wahrscheinlich zu dem Mirabelle-Film gehören oder zu dem Mirabelle-Universum. Ebenso der 22. Dezember, zwei Tage vor Heiligabend und die zweite Schnapszahl. Das ist einmal dieser Bogen mit einer Uhr dran. Hat irgendwas mit Zeit zu tun bei Mirabelle? Keine Ahnung. Hä? Am 23. Dezember haben wir das gleiche nochmal. Gehört das da dran? Ah! Das kannst du da dran bauen. Moment. Es fügt sich, ne? Da haben wir jetzt quasi die andere Seite nochmal bekommen. Das sieht richtig nice aus. Das hatten die anderen so nicht, ne? Oder hätte man die anderen Sachen auch zusammenbauen können? Nee, dafür hatten die keine Möglichkeiten. Ja, und am 24. Dezember haben wir, ich meine, dass das Disney-Schloss sein soll drin als Miniatur. Hätte ich jetzt einfach mal grob vermutet, ne? Ja. Oder kann man dann alles andere hier so zusammenbauen, dass das dann ein Disney-Schloss wird? Nee. Weiß ich nicht. Keine Ahnung, weil farblich würde das ja passen tatsächlich, ne? Dass wir dann quasi dieses Disney-Schloss hier nochmal drin hätten. Ja, sonst haben wir ja immer Figuren in der 24, aber hier haben sie halt die Disney-Prinzessin natürlich schon am Anfang so ein bisschen anders verteilt.
Finde ich eigentlich ganz süß. Bin ich jetzt ein Banause? Weil viel bauen musste man jetzt hier natürlich nicht, ne? Aber ich finde, dass dieser Adventskalender süß ist. Ich finde den schön. Vor allem, wenn man halt Disney mag und vielleicht das auch als Ergänzung zu seinen Lego-Sachen haben möchte oder so. Ich finde das schön. Ich mag dieses Set. Ich mag die Produkte, die drin sind. Der Preis ist ein bisschen hoch mit 34,99, aber ich habe eben schon geguckt, du kriegst das online auch für 23, 24 €. Also da würde ich dann vielleicht auch mal schauen, ne, dass man das ein bisschen günstiger kriegen kann. Aber im Großen und Ganzen finde ich den Adventskalender toll. Vielleicht liegt es auch ein bisschen daran, dass ich einfach die Charaktere so toll finde und das so feiere. Und jetzt mein Freund dazu zwingen könnte, auch Elsa in seine Lego-Burg zu integrieren oder in seine Klemmbausteine-Burg. Was soll ich sagen? Ich finde den Adventskalender toll und es ist mir egal, was andere dazu sagen. Nein, ich finde den wirklich klasse. Also wenn die Person, die ihn öffnet, halt auch wirklich Disney mag, ist es ein schöner Adventskalender. Wenn dieser Adventskalender von jemandem geöffnet wird, der oder die normalerweise den Bauspaß mag, also viele Steine, viel kreieren mit dem Ganzen, ne, ist das ein bisschen mau. Aber ich persönlich mag den Inhalt. Ja, schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare, da können wir uns gerne mal austauschen. Und dann wäre es hier von mir gewesen. Wenn es dir hier gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.